Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist mittlerweile die 50. Aufnahme und heute mit dem Thema, welcher ETF für meinen Sparplan? Ja, um diese Frage geht es. Ist auch immer wieder ein Thema, eine oft gestellte Frage, welchen ETF soll ich denn nehmen? Und ich sage dazu immer, okay, ein solider ETF wäre vielleicht der Vanguard All World. Was sind die Gründe dafür? Erstens, du deckst damit ja, die ganze Welt ab. Du hast Industrieländer und Schwellenländer mit diesem ETF im Depot. Das heißt, du bist sofort breit investiert, du bist sofort diversifiziert und drückst dein Risiko. Zweiter Punkt, du investierst in 11 Sektoren, insgesamt 11 Sektoren, unter anderem auch in den Technologiesektor, der ja, vor allem in den letzten Jahren einen großen Wachstumsschub gebracht hat. Aber hier wieder, es sind eigentlich es ist die Anzahl der Sektoren ausschlaggebend, mit denen du eben auch sehr breit investiert bist und dein Risiko drückst. Dritter Punkt, sehr, sehr wichtig, du hast sehr geringe Kosten mit 0,22%. Durchschnittliche Kosten eines ETFs, ich habe mir das mal in der Vergangenheit angesehen, liegen bei 0,31% waren es. Ich verlinke dir auch den Blogpost dazu, wie ich mir das angesehen habe. Also eine sehr, sehr günstige Wahl für den langfristigen Vermögensaufbau für einen Sparplan. Es gibt ein Hoppala, den hat man eigentlich bei fast allen World ETFs, und zwar ist der USA-Anteil sehr, sehr hoch. Der Anteil ist so hoch, weil sich die Auswahl der Unternehmen nach der Marktkapitalisierung richtet, also nach der Anzahl der Aktien mal Aktienkurs, und du hast damit beim Vanguard mittlere und große Unternehmen drinnen. Du kannst das ausgleichen, wenn du zum Beispiel einen ETF Europa noch reinlegst, aber für den Anfang reicht das vollkommen aus. Du baust dir mit diesem Vanguard ein super ETF-Portfolio auf. Ja, Fazit, Vanguard, solide Anlage meiner Meinung nach, wenn du nach einem ETF einen Sparplan suchst oder für allgemein eine Besparung. Es ist ein einfaches Instrument, um Vermögen aufzubauen. Du hast geringe Kosten und bist sofort breit investiert. Zum Schluss, das ist natürlich keine Empfehlung. Ich bin auch kein Finanzberater und für deine Investmententscheidungen bist allein du selbst verantwortlich. In diesem Sinne, was hältst du vom Vanguard All World? Schreib es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!